Hallihallo, meine lieben Freunde. Ja, endlich mal wieder ein neues Video von mir. Nach einer Woche Abstinenz werdet ihr heute sogar eine Premiere sehen. Und zwar war ich heute das allererste Mal auf dem Flohmarkt. Sehr spontan und ja, deswegen schaut einfach mal, was ich da so Hübsches gefunden habe. Und lasst euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ich zeige euch auf jeden Fall immer, was ich gekauft habe und was man da gegebenenfalls für einen Preis für verlangen kann auf eBay. Und ja, lasst dem Video doch gern schon mal einen Daumen nach oben da. Nicht, dass ihr das zum Schluss vergesst. Und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Und bleibt dran! Ja, also hier seht ihr einen kurzen Überblick, was ich alles so gesnackt habe. Also, ja, paar Diddles und vor allem Tassen und Gläser. Und wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam. Ich nehme immer was in die Hand. Ihr müsst bedenken, das ist alles raw. Also ich habe das so vom Flohmarkt geholt und das muss natürlich noch safe sauber gemacht werden und geputzt und so weiter. Die Diddles kommen noch in die Waschmaschine. Aber ja, wir schauen einfach mal, was ich da so rausholen kann. Und damit ihr eine Einordnung habt, also ich habe 11 Euro für das gesamte Konvolut bezahlt und ja, war natürlich von verschiedenen Ständen, aber trotzdem 11 Euro hat es mich gekostet. Und let's look, was man daraus so machen kann. Fangen wir also mit diesem nicen Manchester United Trikot an. Trikots, ja, also ich bin selber Fußballfan, deswegen, ich habe erst überlegt, ob ich es behalte, aber nee, es passt mir auch nicht richtig, also werde ich es auf jeden Fall weitergeben. Einkaufspreis war 1 Euro. Und ja, Größe M und in einem super Zustand. Ich habe keine Löcher oder irgendwas entdeckt. Muss natürlich noch gewaschen werden. Und ich blende euch mal ein. Ich habe da mehrere Verkäufe zu gefunden. Jetzt mal hier so der neueste. Also es wird bestimmt eine Weile im Shop liegen. Aber da macht es auf jeden Fall schon mal Katsching. Dann kommen wir jetzt zu einer Nische, die wohl nur wenige auf dem Schirm haben. Und deswegen habe ich da auch noch 11 Uhr waren wir, glaube ich, erst da. Um 5 haben die aufgebaut, aber deswegen habe ich bestimmt noch so nice Schätze gefunden. Und zwar Gläser, einmal Ottifanten. Ich blende euch immer oben ein, wie viel das wert ist. Einmal Garfield und einmal hier so ein Bayern München. Ich weiß gar nicht, ob aus welchem Jahr das ist. Auf jeden Fall richtig nice. Da gibt es bestimmt Sammler für und die Garfield-Gläser und auch Ottifanten-Merch. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Also auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, erst war ich ein bisschen skeptisch, ob sich der Flohmarkt für mich noch lohnt, wenn wir da so spät erst auftauchen. Aber ich glaube, da habe ich schon ganz gute Schnapper gemacht. Ja, dann kommen wir hier zur Mickey-Maus-Tasse. Das ist Mickey Mouse and Pluto. Ist hier auch wirklich, sage ich mal, von der Marke. Ich kenne die Marke nicht, muss ich wie gesagt gleich noch nachschauen. Ich zeige euch mal einen Verkaufspreis und da ist halt immer die Wahrscheinlichkeit, dass man genau die gleiche Tasse findet, immer ziemlich gering, aber halt so ähnliche und Zustand ist wirklich noch gut. Also hier so ein paar Kratzer drin, aber ich weiß nicht, muss mal ausrechnen, was ich pro Tasse oder Glas bezahlt habe, also bei einem Einkaufspreis von 11 Euro für 11 Teile, 11 Euro. Also können wir eigentlich rechnen, pro Teil 1 Euro. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann als nächstes diese Diddle-Tasse. Das ist auch Diddle-Merch, ist auf jeden Fall auch ein No-Brainer. Einfach mitnehmen, wie gesagt, für 1 Euro. Die werde ich höchstwahrscheinlich für 20 Euro reinstellen. Ich zeige euch hier mal verkaufte Artikel, wenn ich da was finde. Und ja, die ist in einem Top-Zustand, muss natürlich nochmal sauber gemacht werden, aber sonst, da sind keine Kratzer, nichts drin. Also richtig nice und ja, also ich denke, wenn ich hier eine oder zwei von diesen Sachen verkauft habe, also wenn ich allein das Trikot für 20 Euro verkaufe, dann habe ich schon Plus gemacht. Also es hat sich echt gelohnt. Dann diese beiden hübschen Diddles. Das war wirklich, da habe ich pro Stück quasi 2 Euro gezahlt.
Mal gucken, ich habe jetzt noch nie Diddelmäuse so verkauft, aber ich werde ja demnächst eine Challenge starten. Das Video wird dann wohl nächste Woche kommen oder noch diese Woche, je nachdem, wann ich es schaffe, das zu schneiden. Was das für eine Challenge ist, seht ihr dann. Aber ja, das ist auch sowas. Also die haben auch noch die Text dran, da würde ich halt drauf achten, aber sonst werden die jetzt in die Waschmaschine gehen und dann werde ich da auf jeden Fall Gewinn mitmachen. Ja, und die letzten zwei Teile hier, also ihr hört das, das ist Plastik, das ist auch nicht mal von der Marke. Mal gucken, ob ich da euch jetzt was einblenden kann, für was das schon so verkauft wurde. Aber fand ich einfach super süß und weil ich halt viel Garfield-Zeug mitgenommen habe und Garfield eigentlich immer geht, habe ich den mal mitgenommen. Wenn er sich nicht verkauft, dann stelle ich ihn mir hin, ist irgendwie nice Deko und ja, Garfield ist einfach mega nice und deswegen habe ich mich auch für diese Tasse entschieden, die mitzunehmen, weil die ist wirklich original Garfield-Merch und ich wollte sie eigentlich wieder zurücktun, weil sie hier so ein paar Beschädigung hat, gut, dreckig ist sie auch, aber ja, ich werde die noch sauber machen und ich denke, dann wird die sich trotzdem verkaufen. Ich fand es auch witzig. Partylöwe habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen, hier Original quasi. Und ja, wenn ich was gefunden habe, für was die verkauft wurde, dann blende ich euch das nochmal ein. Und ich muss echt sagen, für den ersten Flohmarkt kann ich nicht meckern. Und ich hoffe, dass sich das bald wiederholen lässt. Hatte auch zum Glück Kleingeld dabei, also alles kein Ding. Das ja fürs erste Mal Flohmarkt und das super spontan, war ich ganz froh, dass das alles so gut geklappt hat. Und ja, ich habe eigentlich wirklich gute Schnäppchen gemacht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas davon nicht mitgenommen hättet. Das Einzige, wo ich vielleicht denke, ach so, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Diese Tasse hier. Ich kenne das nicht, aber hier oben die Kleckse. Ich blende euch mal was ein, falls ich was gefunden habe von Verkauften. Aber es ist halt irgendwie auch eine Lizenz und sieht mir auch original aus. Also das ist vielleicht das Einzige, wo ich denke, ob das weggeht. Aber der ganze Rest wird sich früher oder später definitiv verkaufen lassen. Ja, das war's auch schon mit dem kurzen und knackigen Video. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Das ganze Zeug kommt jetzt in die Wäsche bzw. in die Spülmaschine, wird sauber gemacht oder auch per Hand gewaschen. Ich glaube, die Gläser wasche ich lieber per Hand, weil nicht, dass sie dann gar nichts mehr an irgendwie Muster drauf haben. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Flohmarktausbeute oder auch Secondhand-Ausbeute oder ähnliches, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr auch wirklich nichts mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und denkt immer dran, the sky is the limit, let's rock!